Das ist die Donators Map und ich habe vom Owner Developer-Rechte bekommen, um eine riesige Arena unter der Erde zu bauen, in der ihr heute für Robux kämpfen werdet. 20 Spieler treten gegeneinander an und derjenige, der gewinnt, bekommt von mir eine große Donation. Doch zuerst würde ich sagen, hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Donators. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich hierfür gearbeitet habe. Ich habe eine Woche lang jede Stunde meiner freien Zeit daran gesessen, diese Arena zu bauen, sie zu coden und ich wurde nicht ganz fertig. Sie hat immer noch einige Bugs. Das werdet ihr aber im Video sehen. Ja, ich habe lange dran gearbeitet. Ich hatte halt nicht viel Zeit die letzte Woche, weil ich halt arbeiten muss. Aber die Zeit, die ich hatte, die habe ich reingesteckt in die Arena und ich werde die euch jetzt erstmal zeigen. Dafür öffne ich die Konsole und sage jetzt erstmal Arena betreten. Und da bin ich in der Arena drin. Hier sind gerade alle Lichter aus, weil die Arena ist nicht aktiv, aber ich kann natürlich auch sagen Lights und dann gehen alle Lichter an. Das hier ist die Arena, in der ihr heute kämpfen werdet, um Robux von mir zu gewinnen. Schreibt mal in den Chat, wie findet ihr die Arena von 1 bis 10? Ihr habt da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, die hier zusammenzubauen. Wo bin ich? Nein, das bin ich nicht. Da bin ich, okay. Und hier ist übrigens der Basketballkorb für Tani. Tani ist übrigens Basketballer und der wollte, dass ich einen Basketballkorb hinzufüge. Gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich hier in die Arena eingebaut habe. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen, bevor wir uns in den Arena-Kampf stürzen, und zwar dieser Aufzug hier. In der Arena ist alles statisch, außer dieser Aufzug, den wollte ich bedienbar machen. Deswegen könnt ihr den Aufzug hochfahren, damit ihr im Kampf Bescheid wisst und nicht überrascht seid. Oh, ich hab's runtergestoßen. Na gut, das wäre dann aber auch alles, was ihr wissen müsstet über die Arena. Ach ja, nicht ins Feuer, weil Feuer ist heiß. Es macht Schaden. Aua, aua, aua. Und ihr könnt die Seile von den Dingern hier kappen. Und dann solltet ihr dafür sorgen, dass die Dinger euch nicht auf den Kopf fallen, weil sonst seid ihr tot. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Denn jetzt geht's los. Und da ging auch schon die erste Sache schief. Ihr seht, ich habe ein Boss-Tool und ein Orb. Aber ich müsste eigentlich auch noch ein Sword haben. Weil ich kriege alle Waffen, die die Spieler bekommen, plus das Boss-Tool, das mich halt vor den anderen Spielern schützt. Aber die Schwerter wurden nicht ausgeteilt. Das heißt, diese Runde ist nur mit Fernkampfwaffen und ist dementsprechend richtig, richtig anstrengend. Weil ich habe die Fernkampfwaffen natürlich nicht sehr stark eingestellt. Da wird episch gekämpft. Hier gibt es auch Leute, die sich verstecken, aber mit Verstecken kommst du nicht weit, weil am Ende gibt es Wallhacks. Wenn der Kampf zu lange dauert, dann kann jeder Spieler jeden anderen Spieler sehen. Daran wurde gedacht. Es sind noch 18 Spieler im Game. Ist jemand den Aufzug hochgefahren? Ja, ich bin gespannt, was hier raus wird. Aber ihr lauft doch alle weg. Ihr wollt alle unbedingt überleben. So, ich will jetzt aber mal, dass ein paar Leute ausscheiden. Noch 16 Spieler verbleibend. So, jetzt sind nämlich die Wallhacks an. Jetzt kann man jeden Spieler sehen und wo er ist. So, egal. Ich verfolge jetzt mal egal. Mal gucken, wie du dich anstellst. Ja? Nenn dich weglaufen. Ihr müsst angreifen. Hier unten sind zwei Leute am Kämpfen. Einer kommt schon. Einer muss überleben. Nein, doch nicht wieder weglaufen. Du hattest sie noch fast. Ja? Komm. Oder lauft ins Feuer. Ist mir egal. Ich will jetzt, dass Leute sterben. Ich nehme mal das Boss-Tool in die Hand. Leute, wenn ihr nicht sterbt, wenn ihr nicht sterben wollt, dann muss ich gleich mitkämpfen. Los. Oh, einer ist gestorben. Okay. Und die zwei hüpfen die ganze Zeit rum. Ja, vielleicht sollte ich mit dem Boss-Tool einfach mal nach da oben schießen. Diese Bälle sind sehr gefährlich. Die vom Boss-Tool, die töten einen instant. Ja? Komm schon. Nur noch ein Hit. Nur noch ein Hit. Ich habe das Bedürfnis, reinzuschießen. Oder da oben hin. Da oben versteckt sich jemand. Oh, ich habe nicht weit genug geschossen. Na gut, ich schieße nochmal. Und Glück gehabt. Noch 13 Spieler sind am Leben. Da oben verstecken sich zwei. Obwohl, trefft ihr bald aufeinander? Oh, es laggt auch noch. Das ist natürlich auch immer so ein Problem in so einem Spiel. Wenn ihr nur Schusswaffen habt, dass es laggt. Und jetzt haben wir auch einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad, weil die Schwerter nicht dabei sind. Aber wir müssen damit leben, diese Runde über. Im Zweifelsfall packe ich das Schwert einfach beim nächsten Mal doppelt rein, damit es auf jeden Fall nächstes Mal rankommt. Ich weiß wirklich nicht, warum das manchmal nicht übernommen wird. Das ist echt komisch. Da hinten sehe ich jemanden sich verstecken. Du läufst jetzt besser in den Kampf rein, oder? Wenn du nicht in den Kampf reinläufst, dann schieße ich auf dich. Komm, kämpft! Kämpft um euer Leben! Und kämpft für die... Sie laufen die ganze Zeit. Ich mach gleich Ene Mene Mu auf, wenn ich schieße. Ene Mene Mu und raus bist du. Oder du? Wir lassen das Schicksal entscheiden. Die Pelle sind jetzt irgendwo gelandet. Wenn die jemanden getroffen hätten, wäre lustig. Es sind aber immer noch 10 Spieler am Leben. Ihr müsst jetzt langsam mal schneller machen, sonst gibt's Schüsse. Wenn ich hier irgendwen vereinzelt sehe. Hier sind 4 und da sind 4. Und da hinten ist jemand alleine. Okay, weg da. Uiuiui, ich habe fast die da unten getroffen. Ich kann selber nicht zielen mit meinem Ding. Aber ich wollte das Tool auch nicht zu overpowered machen. Ich hätte es akkurater und so machen können. Ja, runter. Runter mit dir oder ich schieße. Wann wird endlich die Zone kleiner? Das ist eine Idee, dass ich die Zone kleiner mache. Ach Mensch. Daran hätte ich auch denken können. Ja, aber eigentlich wäre es schneller ausgegangen, wenn die Schwerter verteilt worden wären. Aber ich kann jetzt schlecht im Nachgang Schwerter verteilen, weil sonst haben die Leute, die da oben stehen und tot sind, ja schon Schwerter. Okay, immer noch 10 Spieler verbleiben. Da hinten verstecken sich Leute. Ne? Und da hinten versteckt sich noch jemand. Ah, läuft rüber. Ich schieße einmal rein. Einmal reinlunzen hier. Wenn einer dieser Bälle trifft, dann ist vorbei, Leute.
Beim nächsten Mal, oh ja, machen, dass Lava steigt mit der Zeit. Oh, das wäre episch. Weil dann wird der Kampf am Ende hier... Oh, das wäre wirklich zu cool, wenn hier die Lava irgendwann ansteigt. Das müssen wir machen beim nächsten Mal. Einfach so ein Part hier und es wird immer größer. Oh ja, ich bin dabei. Pony, wie kommt man ins Spiel? Man muss mir nachjoinen, aber ich werde gleich Server wechseln, nachdem wir hier auf dem Server fertig sind. So. Da hinten immer noch jemand vereinzelt, der sich absondert. Geht dir denn in den Nahkampf? So wie die hier. Oh, guck mal, die laufen immer weg. Nee, ich sehe das nicht ein, dass du wegläufst. Ich unterstütze kein Weglaufen. Nee. Oh, statt der Uwo, ich weiß es nicht mehr, ist gestorben. Okay, den haben wir noch da hinten. Drei Leute. Hier unten kämpfen drei Leute. Einer fast tot. Ah, werde ich auf jemanden schießen? Vielleicht auf den, der in der Mitte ist. Da hinten schießen sie. Ja, der sneakt sich an. Der macht einen auf ehrenlos. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, da oben. 6, 7. Teamt ihr etwa? Nee, Team finde ich nicht cool. Team finde ich nicht cool, Leute. Ich wollte schon sagen. Oh, jetzt hat's geleckt bei mir. Jetzt hat's geleckt. Ihr habt Glück gehabt, falls ihr jetzt nicht gestorben seid dadurch. Also bei Teamern, das supporte ich nicht. Ich werde jetzt einfach auf die schießen. Nur so ganz grob, die ganze Zeit. Ein bisschen regnen lassen hier. Oh Gott, ich habe das Seil berührt. Nein, das Seil ist gekappt. Einfach runterschießen. Das Ding hier. Ey, möchte jemand von euch vielleicht sich hier drunter stellen? Hier drunter stellen? Schade. Ich hätte den Orb stärker machen sollen. Aber wenn ich den Orb stärker mache, dann wäre er zu overpowered, wenn dann die Schwerter dabei sind. Weil die Schwerter sind ja schon overpowered. Mit den Schwertern könnt ihr euch theoretisch one-hitten. Das supporte ich nicht, mein Freund. Das supporte ich nicht. Er wollte gerade wieder zu seinem Ombre hoch. Aber sein Ombre supporte ich hier auch nicht. Warte, hat er das überlebt? Nein, er ist tot. Oh. Na gut. Sein Ombre ist gestorben. Gut, das sind noch 4 Spieler am Leben. Fleißig da unten am Kämpfen. Einer hält sich raus. 2 sind direkt im Kampf. Einer so ein bisschen im Kampf. Und ich fliege die ganze Zeit durch die Seile durch. Ich muss aufhören, die Seile zu kappen. Wobei, ich muss weiter die Seile kappen, wenn die Leute hier drunter sind. Ey Leute, wollt ihr nicht mal hier unter dem Kronleuchter kämpfen? Kämpfst du unter dem Kronleuchter? Dann eben nicht. Digga, manche haben geteamt. Ich weiß, ich habe gesehen, dass manche geteamt haben. Deswegen habe ich ja eben auch auf die geschossen. Aber jetzt schieße ich einfach Leute... Oh, oh, das war ein kritischer Hit. Aber schon wieder belebt. Na gut. Und es laggt wieder. Ich schieße nochmal in die Mitte rein. Aber ich treffe halt nichts. Ich will halt auch nicht jemanden direkt targeten. Weil ich fände es ziemlich unfair. Aber ich würde schon gerne hier so ein... Ich würde noch 2 Spieler am Leben. Okay. 2 Spieler sind noch am Leben. Wer von den beiden wird gewinnen? Warte, wer ist jetzt am Weglaufen? Da. Oh, kritischer Hit. Beide sind theoretisch One-Hit. Wenn du jetzt wegläufst, dann schieße ich auf dich. Du könntest ihn One-Hitten, wenn du ihn direkt triffst, mit voll aufgeladen. Du musst nur einen 10-Power-Schuss raushauen. Ah, es laggt. Ich schieße mal da oben gegen die Wand. Mal gucken, was abprallt. Ah, es laggt schon wieder. Beide sind low. Kommt schon, ihr seid beide in One-Hit. Ihr müsst nur noch einmal hitten. Nur noch einmal. Das kann doch nicht angehen. Leute, die hüpfen jetzt so lange hin und her, bis sie wieder voll sind. Ja, aber ich kann halt niemanden targeten. Please sort. Was? Aber da oben steht, Tami 007 hat gewonnen. Okay, Tami ist zwar auch gestorben, aber er ist als letztes gestorben. Deswegen GG an Tami. Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht. Werde Tami dann donaten. Okay, wo ist dein Stand, Tami? Wo bist du? Hier. Da vorne, okay. Hat sich auch kein Stück bewegt. Tami, du hast deinen ersten Kampf gewonnen unter sehr schweren Bedingungen. Deswegen kriegst du von mir 1000 Robux. Machen wir einfach mal. 1000 Robux. Für diesen wirklich harten Kampf. Aber jetzt geht's direkt ab in die nächste Runde. Und dieses Mal war ich ein bisschen übervorsichtig. So, wir haben jetzt auf jeden Fall doppelte Schwerter und doppelte Orbs. Mich solltest du damit besser nicht angreifen, weil sonst stirbst du. So, es sind noch 13 Spieler verbleibend. Ihr seht, jetzt geht's sehr viel schneller durch. Wenn die Leute auch Schwerter haben, mit denen sie kämpfen können. Jetzt ist es sehr viel wilder. Ich hole mein Boss-Tool wieder raus, dann bin ich besser beleuchtet. Ui! Da wurde Lukas gehauen. Lukas, wenn du sitzt, dann musst du Leertaste drücken. Du musst springen drücken, um aufzustehen. Sonst bist du gleich weg. Oder ja, Emko weiß scheinbar nicht. Oh doch, doch. Wird das eine Hinrichtung? Und... nein, jetzt laggt es. Roblox laggt. Ich liebe es, wenn Roblox laggt. Oh, es gab nur einen Überlebenden. Future Trunks. Future Trunks könnte die Runde holen. Ich flieg mal hier oben hin. Mach dann die Creator Cam rein. Hallo, Creator Cam? Achso, weil ich fliege. Okay. Creator Cam rein. So. DJ Chicken klettert episch nach oben, um sich anzulegen mit seinem Erzrivalen. Der Name, ich sehe den Namen halt nicht. Und er springt runter. Ist ein bisschen aufs Maul geflogen. Ich weiß auch nicht, wie viel HP die haben. Oh, der Kronleuchter hier hängt auch nur noch an einem Seil dran. Irgendwer hat auf die Kronleuchter geschossen. Wie viele Leute sind noch am Leben? Ich weiß es nicht, weil ich bin in der Creator Cam. Da oben steht jemand. Da unten sind noch Leute. Beschießen sich. Also ein paar Leute sind auf jeden Fall noch am Leben. Sind noch am Kämpfen. DJ Chicken, Schild da hinten in der Ecke. Vielleicht will ihn ja jemand angreifen. Vielleicht auch nicht. Hier steht Conny. Ich gehe mal wieder zurück zu mir. Dann sehe ich, es sind noch 5 Spieler am Leben. Okay, dann werden wahrscheinlich auch gleich die Wallhacks einsetzen, dass alle Spieler sehen können, dass sich ein Spieler hier oben verstecken möchte. Das ist ziemlich frech. Detail schicken. Aber mal gucken, wie sieht's mit den anderen aus? Da unten wird immer noch episch gekämpft. Ist Future Trunks eigentlich noch drin? Future Trunks ist gerade gestorben, als ich gefragt habe. Ah,
RIP an ihn. Er hat vorhin sehr viele Spieler getötet. Er hat sehr viele Spieler getötet. Es sind noch 4 Spieler am Leben. 2 hier. Checken dort. Und da oben. Als ob sich jemand da oben versteckt. Das nenne ich ehrenlos. Komm, wir machen Ultimatum. Spring runter oder stirb. Du hast 10. Er ist runtergesprungen. Wenn der Gegner die ganze Zeit wegläuft. Oh, oh. Das war ein knapper Kampf. Es sind noch 3 Leute am Leben. Und ich würde sagen, ich hetze die 2, die oben sind, jetzt runter. Ich hetze dich runter, Bro. Okay. Das ist mies gelaufen. Das sind noch 2 Gegner am Leben. Warte, wo ist der letzte? Ach, da oben. Okay, ich werde dich runterschießen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, der tapfere, wie heißt du? Team Diamond offiziell hat gewonnen. Weil, Leute, ich supporte es nicht, dass er außen campt. Kann ich nicht supporten. Dementsprechend, du hast gewonnen. Team Diamond offiziell. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Du hast es dir verdient. Und Leute, ich habe hiernach natürlich noch sehr viel weitere Kämpfe gemacht. Und die seht ihr alle in einem weiteren Part, den ich noch schneiden werde. Wenn ihr auch mal in so einem Kampf dabei sein wollt, dann schaut am Wochenende immer an meinen Livestreams vorbei. Da werde ich das ab und zu mal machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!